Hi ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ihr wisst ja, ich habe vor einiger Zeit 3 Schubladenschränke geschenkt bekommen. Das war jetzt aber ein Satz, ey. 3 Schubladenschränke geschenkt bekommen. 2 davon stehen nebenan und einer hier in meinem Werkraum. Der Schrank ist jetzt nicht kaputt oder so. Die Schubladen, die funktionieren einwandfrei. Die Rollen müssen halt nur ein bisschen eingefettet werden. Vorher natürlich alles reinigen, den alten Lack leicht abschleifen, also nur anschleifen, sodass ich dann mit dem neuen Lack drüber gehen kann und das Ganze haften kann. Für all diejenigen, die wissen wollen, mit was für einem Lack ich arbeite, denn diese Frage kam schon öfters, ich verwende hierbei einen PU-Lack. Den kriegt ihr eigentlich in jedem Baumarkt oder im Internet. Als allererstes werden wir die Schubladen leerräumen, die ganzen Etiketten entfernen und dann können wir schon anfangen, das Ganze zu reinigen bzw. abzuschleifen. Diese Auszüge, die möchte ich abmachen. Jetzt habe ich aber hier, wie ihr sehen könnt, einen Stopper. Hier ist ein Stopper. Das Gute ist, man kann diese einmal nach außen drehen. Und dann müssen wir, hier sehen wir, dass wir dagegen kommen. Da werden wir das leicht ein bisschen nach unten biegen, ohne es kaputt zu machen. So dass wir mit dem Rahmen drüber können. So. So können wir die Dinger abmachen, schön reinigen und dann die Rollen einschmieren. Perfekt. Nehmen wir mal ein bisschen Aceton, reinigen die Oberfläche, entfernen Staub und Fett. So, fangen wir mal mit der unteren Kante an. Viel Farbe, aber ist ja egal. Können wir schön verteilen.
Es ist alles soweit trocken. Ich könnte im Prinzip hingehen, die Schubkästen schon mal einbauen. Da wären wir eigentlich fertig. Eigentlich. Um die gewünschte Arbeitshöhe zu erreichen, hatte ich vorher einen Kasten unter dem Schrank. Den lasse ich jetzt weg. Stattdessen baue ich was auf den Schrank und darauf kommt dann später meine Tischbaumaschine. Oben werde ich keine Löcher reinbohren. Ich habe hier zwei Löcher. Die sind dafür da, um weitere Schränke miteinander zu verbinden. Diese Löcher werde ich jetzt nutzen, um mir hier einen Multiplex-Streifen zu montieren. Und auf diesen Streifen wird dann die Platte kommen. Das ist noch ein Reststück von meiner Werkbank, die Seitenteile. Ja, da werde ich jetzt nochmal kurz drüber schleifen und neu lackieren, weil das nicht derselbe Lack ist. Deshalb werde ich das jetzt nochmal auffrischen. Müssen wir mal anzeichnen. Vordere Kante 10, hintere Kante 80 mm. Ich habe das Brett nochmal umgedreht, die Markierung auf der anderen Seite gemacht, weil ich hier nämlich mit dem Forstnerbohrer eine Bohrung reinmachen möchte. Und um die Schrauben zu versenken. Das kann ich hier schlecht von der anderen Seite machen, also von der Innenseite. Ein Opferbrett als Unterlage. Nachdem alle Teile getrocknet sind, können sie nun montiert werden.
rein. So. So. Alter. Ich mache hinten hier noch eine Bohrung für das Kabel rein. Sieht doch schon mal viel, viel besser aus. Das sieht spitze aus. Wunderschön. Ein alter Schrank wieder im neuen Glanz. Die obere Platte habe ich in Natur gelassen, damit man so einen Kontrast hat. Ansonsten, ja, gibt es nicht viel zu sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir bitte ein Like da und wünsche euch eine angenehme Woche. Liebe Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.